Moin, meine Zuckerbärchen. Willkommen im wunderschönen Lübeck. Ich habe mir ein Ticket nach Liepāja geholt, das ist in Lettland. Letztes Jahr war ich bereits in Litauen. Das hat mir da so sehr gefallen, dass ich auf jeden Fall dachte, hey, das Baltikum checke ich auf jeden Fall mal ab. Ich bin sehr gespannt, wie die Menschen da so leben, wie die Kultur ist. Und dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Bisher habe ich immer Videos über das Auto gemacht. Aber die Wahrheit ist, beim Vanlife, sobald man draußen ist, sitzt man eigentlich gar nicht mehr im Auto herum. Also das Auto nimmt einen viel kleineren Teil des Alltags ein, als man eigentlich am Anfang denkt. Okay, erstmal muss ich mein Auto finden. Ich glaube, das ist da in dieser Richtung irgendwo. Ich bin mir nicht sicher. Lübeck ist geprägt von Kanälen, die überall lang gehen. Dort führt ein Kanal lang, dahinter fährt noch ein Kanal rein. Denn es gehörte im Mittelalter zu einem der drei großen Häfenstädte der Ostsee. Das waren einmal Lübeck, Danzig, auch sehr zu empfehlen, und Riga. Riga ist ungefähr 200 Kilometer entfernt von Liepāja. Also fahre ich mit der Fähre ungefähr dieselbe Strecke ab, wie sie es im Mittelalter auch gemacht haben, was mindestens 24 Stunden dauert. Deswegen habe ich mir ein Nackenkissen geholt. Eine Kabine zum Schlafen habe ich mir in der Fähre nämlich nicht geholt. Schließlich bin ich der Penner im Auto. Für sowas habe ich kein Geld. Vorbereitet bin ich und es geht auch direkt los. Moin. Was fängt man hier so? Zander? Hechte? Ja, also jetzt mal auf Aal. Aal? Okay. Ja. Oh, endlich. So, bevor wir Deutschland verlassen, erstmal den ganzen Pfand loswerden. Ja, kommt eine Menge zusammen. Aber im Ausland bringt einen das halt einfach gar nichts. Kohlenhydrate, Fleisch, Fett. Fett. Jetzt ist es gesund. Im Rückspiegel. Ich habe mich vorhin vorgedrängelt. Ich bin wortwörtlich der Letzte, der drauf darf. Ganz wichtig ist, Internet ausschalten während der Fahrt und den Flugmodus reinmachen.
Was uns gut gefallen hat, ist hier Sigulda und dann weiter in diesen Gaujas Nationalpark rein. Schön, Nationalpark. Ja, Gaujas Nationalpark. Gaujas, genau, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Endlich. Eine Hebebrücke aus Holz. So, da wären wir. Das wunderschöne Lettland. Hier steht schon mal so ein altes sowjetisches Gebäude. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist das? Ist das... Da ist was abgedeckt. Weiter hinten, wo ich stehe, da ist ein Strand. Aber da ist so viel los, dass da habe ich momentan keinen Bock drauf. Ich gehe direkt in die Stadt rein und quatsche irgendwelche Leute an, gucke mir die Läden an, das würde mich sehr interessieren, was die hier so essen und wie die Leute so drauf sind. Boah, holy moly, das ist garantiert so eine orthodoxische Kirche. Hier ist so ein Ostblock. Ja, das ist garantiert von der Sowjetunion aufgebaut worden. Die wurden erneuert. Hammer, ey. Hallo. Muss man immer so ein PIN-Code eingeben, um reinzukommen? Wahnsinn. Ja, das sind diese typischen sowjetischen Wände. Unten angestrichen. Früher war das wahrscheinlich grün. Boah, guckt euch das an. Die ganzen Kabel und so. Ja, die benutzen schon mal normale Buchstaben, das ist gut. Ja, es riecht hier drin echt nach so einem Bunker irgendwie. Geil. Aber, boah, sieht das krass aus. Haben die hier gar keine Klingeln? Das ist komisch. Aber ich wollte zu der Kirche gehen. Boah. Was für ein Oschi. Russisch, Lettisch, nehme ich an. Englisch, Deutsch. Bitte das Territorium nicht mit bösen Gedanken und Wörtern angetrunken oder im Badeanzug betreten. Oh, kurze Hose. Ah, ich glaube, das geht schon. Hammer. Keine kurze Hose. Kein Handy. Ja, Wahnsinn, ey. In Montenegro habe ich eine Kirche gesehen, die auch so aussah. Typisch orthodox, christlich. Also Religion nehmen die hier schon mal ernst. Ich hätte halt gern jemanden, mit dem ich quatschen kann. Da drin war das eher nicht der Fall, deswegen gehe ich jetzt zur Stadtmitte hin. Aber überall sind hier solche alten sowjetischen Dinge. Wahnsinn, da würde ich auch gerne mal reingehen und gucken, wie die Leute so leben. Die Leute gucken einen nicht an, wenn sie vorbeigehen. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, wie hier so die Verhaltensregeln sind. Weil es kann auch sein, dass es eine Beleidigung ist, wenn man fremden Leuten Hallo sagt. Mal gucken. Café Baltik. Ach scheiße, leider geschlossen. Ich würde gerne rausfinden, ob Café für Café steht, wie in Deutschland. Aber in manchen Ländern steht Café eben für Restaurant. Und das sieht mir eigentlich eher nach einem Restaurant aus. Ja, das ist halt gut zu wissen. Hier sind alle Türen mit solchen Codes verschlossen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das Mysterium der Codes. Ich gehe jetzt hier einfach alle Türen ab und guck, ob die sich öffnen lassen oder nicht. Oder sind das vielleicht die Klingeln für Wohnung 1, 2, 3 und 4 oder sowas? Ich weiß es nicht. Das ist abgeschlossen. Abgefahren. Ja, das ist ein Zugangscode bestimmt. 1, 4, 7, 0. Off. Hospital? Hospital? Hallo. Ist das ein Hospital? Nein. Nee? Was ist das? Hallo.
What? Okay, no. Thank you. Café Nizza ist wahrscheinlich Restaurant, Konditorei, eine Bank. Da hinten haben wir einen Dekoladen, PVC und sowas. Wahnsinn, ey. Hier ist eine Tankstelle. Die erste Tankstelle, die ich in Lettland sehe. Hammer. Für 90. Ach, D für Diesel. Okay, das ist gut zu wissen. Und hier auch Diesel. Okay. Dann gibt es noch Kaffee und so. Diesel 1,40. Ticket Control. To use a public transportation, you have to buy a ticket. Penalty, Strafe 10 Euro. Wenn man erwischt wird, zahlt man 10 Euro. Das ist ja nichts. Mich starren die Leute hier aber auch an, ne? Als wäre ich von anderen Planeten oder so. Das stimmt aber auch irgendwie. Aber hier haben wir ein Denkmal von 1919. Aber das Interessante ist, das Symbol genau wieder oben an der Spitze. Das ist kein Hakenkreuz, wie man das halt aus Deutschland kennt, sondern hier in Lettland ist das ein Symbol der Kraft, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und hier hinten haben wir die gefallenen Soldaten oder die Bürger. Da oben ist es auch nochmal. Ja, sehr interessant. Echt interessant hier. Steht mein Fahrzeug, da bin ich gerade und offensichtlich muss ich dahin. Das heißt wohl ziehen. Pfandsystem, das wusste ich auch noch nicht. Was ist das denn, ey? Schaschlik? Nee, doch. Schaschlik, Alter. Die Musik ist auch geil. Tetatansi. Was ist das? Brot mit Knoblauch? Krass. Was für Sachen gibt hier? Was ist das denn? Reischips. Das will ich probieren. Reischips. Was sind das für Dinge? Also was habe ich ja noch nie gesehen. Aus wie Brot. Ne? Abgefahren. Was ist das? Was ist das? Na komm. Komm. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist hier. Willst du den nicht haben? So, ab zum Zentrum mit meinen leckeren Chips. Was mache ich denn da hier drauf? Ach, tatsächlich. Zeltnitsibas Materiali. Ja, das heißt wohl geschlossen. Und ich überkommt irgendwie das Gefühl, dass heute ein Feiertag ist. Ja, heute ist auf jeden Fall irgendein Feiertag. Hier ist niemand auf den Straßen und alle Läden sind zu. Das ist natürlich doof, um rauszufinden, wie die Leute hier so ticken, weil ich hier gar keine treffe. Guckt euch das an, das ist alles komplett leer hier. Ich gehe jetzt mal Richtung Strand, weil ja heute auch Samstag ist. Aber hier gibt es echt nichts zu reißen.
Boah, endlich, der Verdacht erhärtet sich. Im Park sind schon mal viele. Und jetzt gucken wir mal am Strand. Boah, da ist ein Skatepark. Okay, das kommt in den Status. Kein Wunder, und ich Trottel renne die ganze Zeit durch die Stadt. Boah, der Sand ist perfekt. Ja, da haben wir sie, die Bevölkerung Lettlands. Chillen alle am Strand. Es gibt hier aber überraschend viele alte Leute. Ich denke mal, die Jungen, die wandern alle aus, um einfach bessere Jobperspektiven zu haben. Aber das ist ja in den meisten Ländern so. Ich habe das Gefühl, die Letten sind ein etwas verschlossenes Volk. Bisher konnte ich noch keine ordentliche Konversation mit irgendjemand führen. Ich denke, da muss ich ein bisschen mit der Brecheisenmethode dran gehen. Das heißt, ich warte darauf heute Abend. Es kann auch gut sein, dass sie sich einfach nicht trauen, Englisch zu reden. Wenn sich dann später die Stimmung ein bisschen auflockert, dann werde ich wahrscheinlich ein paar mehr Erfolgschancen haben. Ja, aber ansonsten finde ich es sehr schön hier. Sehr, sehr schön. Die Luft ist richtig gut hier. Ich wünschte, ich könnte irgendwie vermitteln, wie frisch diese Luft hier ist. Ja gut, wir sind an der Küste, aber selbst in der Stadt, wo es dann weniger Wind gibt, riecht es sehr, sehr angenehm. Ja, und allen Leuten, denen ich zunicke oder Hallo sage, die sind erstmal ein bisschen verwirrt. Was ist das denn für ein Ding? Ach, das habe ich gesehen, das ist so ein Sportding. Also so ein Sportzentrum. In der Stadt habe ich auch schon 2 oder 3 große Hallen gesehen. Hier so weit im Norden gibt es eher seltener gutes Wetter. Hier dominiert eher der Winter. Deswegen müssen die sich da ein bisschen schützen. Und übrigens kommen auch aus Lettland prozentual gesehen von den Frauen her die meisten Models. Also wird es mich nicht wundern, wenn das Land richtig sportfokussiert ist. Ja, mal gucken. Gehen wir mal weiter. Hier direkt am perfekten Strand befinden sich alte Fabriken, die schon runtergekommen sind. Eine, die noch gut aussieht. Wahrscheinlich alte Relikte der Sowjetunion. Ich kann mal gucken, ob man überhaupt reinkommt. Ne, ein dicker, fetter Zaun drum. Die Fenster unten sind zugegittert. Eine alte Lagerhalle. Boah, sind das da Baumstämme? Alto Belli. Alte Leuchttürme, die immer noch betrieben werden. Das sieht man an den Kabeln, die hier gezogen wurden. Immer noch in diesen Sowjetunion-Grün. Hammer. Die Leiter ist zerstört worden. Oh Mann, was es hier alles zu sehen gibt. Und hier die Baumstämme. Ja, Lettland ist das in Europa am meisten bewaldete Land. Ergo ist der Holzexport dann auch wahrscheinlich ziemlich am Boomen. Da hinten ist Mulch. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das ist der Hafen, in dem ich ankam mit der Fähre. Dann schaue ich mal, ob es hier noch irgendetwas zu entdecken gibt. Aber dann ist eigentlich der Plan, wieder zum Auto zurückzugehen und in dem Strandgebiet dort zu schauen, ob ich irgendwelche lustigen Leute treffe. I'm looking for a good beer. Beer. Oh, Latvian beers are very good. Yes, all? All Latvian beers, okay. Yeah. I take 2 of both. 2 of these and 2 of these. Für 4 Bier 12 Euro bezahlt. Also entweder ist das die Ausländersteuer oder Steuern sind grundsätzlich hoch auf Alkohol, was auch sehr gut sein kann. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass ich irgendwie verarscht wurde eigentlich. Oh. Boah. So, und jetzt kommt Phase 2 meines genialen Plans. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, mit dem ich das Bier teilen kann. In der Stadt habe ich ein paar kennengelernt, aber da ist der Akku der Kamera leider ausgegangen. Hier scheint es noch zu früh zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass hier später irgendwelche Jugendliche sein werden.
Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich gar nicht weiß, ob man hier öffentlich trinken darf. Is public drinking allowed in Latvia? I don't know. Yes? Yes, you can drink. Even thanks. If police see you, they will do nothing. Yeah. Maybe. Maybe. 50-50. So, if you are wealthy, drink, yes? Like a blackout, yes? Yes, maybe. This not. They will stop you and okay. ask a lot of questions. 1,000 times I have spent lots of friends. Spending the free time with alcohol and they just driving, they see us that we drink And they okay. just... Okay. What holiday is it today? What? Lego. It's a national, traditional holiday. Okay. Went through the city and everything was closed. Yes. Only like Lidl or some churches were open. All the people who now in Latvia, they are just in the forest drinking with Okay. You know, sometimes. Also trinken in der Öffentlichkeit ist nicht erlaubt, aber die Polizei sagt nie was. Aber ich habe heute auch gar keine Polizei gesehen. Ja, dann würde ich sagen, ich warte, bis heute Abend noch die Party steigt irgendwo. Und dann geselle ich mich zu denen. Ich habe an dem Platz neben mir einen Camper stehen aus Deutschland. Bei denen könnte man sich auch anschließen, aber ich will unbedingt mit Letten quatschen. Oh, zugeschweißt sogar. Boah. Schade. Mit der Aussicht hätte ich hier echt gerne eine Bude. Wahnsinn. Bistami Zivibailiel. Hier sind wieder diese coolen Steine an der Wand. Sind das Mineralien? Nein, das sind Steine. Hat was. So. Wo sind meine Party-People? Keiner da. Nee, es lässt sich keiner finden. Ich bin hier quasi komplett alleine am Strand. Schade, ich hätte gern noch mit welchen gequatscht. Ist wahrscheinlich die falsche Zeit oder vielleicht liegt es auch an mir. Gut möglich, dass ich immer noch die Griechenland- oder die Balkan-Vibes drin habe. Da lernt man ja ständig irgendwelche Leute kennen. Das passiert da ganz automatisch. Vielleicht ist es noch zu früh, vielleicht ist es zu spät. Vorhin sah es so aus, als ob einige hier hinkommen würden. Aber ich bin jetzt auch einfach zu müde. Ich bin kaputt. Das macht die Sache aber für die nächsten Tage und Wochen und Monate, während ich im Baltikum bin, auf jeden Fall viel interessanter. Man kann ja nicht sofort alles am ersten Tag haben. Wie gesagt, ich bin fertig, ich bin total müde. Ich hau mich jetzt ins Auto und leg mich pennen. Ich hoffe, ihr hattet auch so wundervolle Eindrücke des Landes wie ich. Und das Video hat euch Spaß gemacht. Dann sag ich auf Wiedersehen und wir sehen uns unterwegs. Hier, guckt mal. Turteltäubchen kommen hier hin.